Das ist doch gut, ne? Wie die Steuerung das dann begrenzt. Wollen wir 1000 haben, fahren wir 1000. Weil wir im Motor vom Kennfeldbereich her genügend Repertoire hätten, um auch die 1000 Newtonmeter darzustellen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Alpina D5S Touring. Haben hier einen 4,4 Liter Biturbo V8 mit 608 PS Werksangabe und 900 Newtonmeter. Ist von den Leistungswerten her wie ein M5 F90, aber eine Eigenkreation von Alpina. Und der Unterschied, ein M5 gibt es nicht mit. Also im Touring, als Touring, gibt kein M5 Touring. Sonst ist da schon viel Ähnlichkeit, aber gerade motormäßig ist Alpina da einen eigenen Weg gegangen auf Basis vom 545i. Wir machen heute 100 auf 200, Stage 1 Leistungssteigerung, Motorsteuergerät und Getriebe flashen wir und schauen wir mal, was bei rauskommt. Du freust dich, ich weiß, weil du liebst solche Drehmomentenmonster, oder Chris? Ja. Ja, okay, dann los. Das war ein Fehler. Dazu muss ich sagen, der Kunde ist ein guter Bekannter von uns. Normal mache ich sowas natürlich nicht, aber ich bin hier dran gegangen. Also normal, wenn wir mit Kundenautos fahren, packe ich hier nichts ab. Ne? Aber wie gesagt, jetzt habe ich mir so zwei Dinger gerade davon gegönnt. Ein Gruß an den Inhaber. Das nächste Mal würden uns auf Tutti Frutti Haribo rein. Das reicht. Ja. Alpina, ja. Individualisiert, ne? Schönes Lenkrad, Alpina bezogen, Sitze mit Alpina. Und hier weiß ich, der Kunde ist vorher normale BMW Tourings gefahren, große Modelle. Und im G-Modell hat ihm das nicht ausgereicht, was BMW da liefert. Und er hat gesagt, du, ich möchte aber unbedingt einen Touring haben. Deswegen hole ich mir jetzt einen Alpina. Ich glaube, das ist sein erster Alpina. Das ist der Kaufentscheid gewesen. Dass er gerne einen M5 gehabt hätte, aber BMW kein Touring anbietet. Smart, ne? Das Auto ist natürlich, ich meine, so ein Alpina D5 kostet sogar mehr wie ein M5. Bin aber nicht wirklich im Thema. Ich meine, er hat mir das gesagt. Er hat gesagt, das Auto ist ein Ticken teurer wie... Oh, Polizei, Feuerwehr. Ist ein Ticken teurer wie ein M5. Und ich meine, M5 ist ja nicht günstig, ne? So, Sport stehen wir. Runterbremsen, so. Und, Ja. Sekunden. Nicht so schnell. Nicht schnell. Für G3, für so ein GT63. Was hat er damals gefahren? 8,2, glaube ich. Ja? Ich weiß es nicht. Würde ich zweite sagen. Wir haben es für euch mitgenommen. 8,4. Ziehe ich bestimmt an diesen Red Band Dingern. Nee, okay. Ich muss hier noch einen Prüfstand.
Also das Video wird mit dem Chris machen, weil das, der wisst ja, ne? Nicht mit dem Kevin. Der Chris hat eigentlich wieder einen Euro, aber den zahle ich super gerne. Du hast ja eigentlich eine Frage an die Community gehabt, oder? Soll ich die Kamera kurz halten? Kann man dich da sehen? Guck mal. So, also, der Chris sucht eine Freundin. Hast du irgendwelche Vorstellungen oder soll ich die Vorstellungen, die ich denke, die du haben könntest, erläutern? Blond, rot, schwarz, grün? Brünett. Brünett. Groß, klein? Mittel. Mittel. Was heißt Mittel bei dir? Wie groß bist du? 1,90. Was? Du? Ja, so plus minus. Ja. Was bist du? 1,90. Okay, also Mittel ist dann 1,70? Ja, so um den Dreh. Okay. Alter hatten wir schon. Eher sowas, schon dreimal geschieden oder gerade Abi? In meinem Alter, wenn es geht. Hobbys? Außer unsere YouTube-Videos gucken? Klären wir gleich bei der 100-200-Messung die Hobbys. Kannst du jetzt die ganze Zeit überlegen. Also, jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Und das schneidest du nicht raus, mein Freund. Sonst wird das Video gesperrt. Wir haben Serie 659,9 PS und 832 Newtonmeter. Das heißt, wir streuen gute 50 PS nach oben. Wie es so ist mit den Alpinern. Softwaremäßig. Wir haben die Motorsteuerung gemacht und wir haben die Getriebesteuerung gemacht. Warum haben wir die Getriebesteuerung gemacht? In der Getriebesteuerung gibt es Drehmomentbegrenzer. Wenn man sich das den Getriebedatensatz hier einfach anschaut, serienmäßig, wenn ich jetzt einen... Egal, ob es jetzt ein M55 Diesel oder auch die kleineren Modelle oder halt aber auch ein M5 ist, ist es hier sehr schön zu sehen. Alpina gibt schon 50 Newtonmeter mehr frei als BMW beim M5. Hier haben wir das angepasst. Wir haben das Getriebe. Wir sagen dem Getriebe, du darfst jetzt, Serie steht auf 850 Newtonmeter im Getriebe, der Begrenzer. Natürlich kannst du in der Motorsteuerung auch durch eine Umskalierung kannst du natürlich auch mehr Drehmoment fahren, indem du dem Getriebe das Eingangssignal einfach sagst, wir machen weniger. So war das am Anfang halt auch, als wir die Getriebe noch nicht lesen konnten. Ist aber nie so sauber, gerade auch beim Supra und sowas. Da hast du die Sachen, dass du das Getriebe nicht flashen kannst, da musst du so ein bisschen deichseln, weil sonst kriegst du einfach kein Drehmoment hin. So, hier können wir das jetzt. Wir schreiben das Drehmoment jetzt auf 950 Newtonmeter max fest. Und bei einem M5 steht hier auch noch die V-Max mit drin, dass das Ding über 300 fährt. Viele, ich meine, mittlerweile wird es, glaube ich, jeder kennen und können. Früher, die das Getriebe flashen konnten, konnten auch die V-Max, dass er über 300 fährt. So, hier müssen wir nichts machen, weil hier ist Polen offen. Da ist keine Begrenzung der V-Max mehr drin. Und der Motordatenstand ist halt wirklich von der Ähnlichkeit her wirklich M5-Basis. Ja, und halt 550i. Kennfelder, die Wertigkeit, die Anforderungen, die Zündwinkel soll, ist wirklich sehr familiär zu einem M5. Deswegen ist das auch für uns relativ einfach umzusetzen, sag ich mal. Wir haben jetzt eine Ausgangsleistung von 738,3 PS und 957 Newtonmeter. Das ist doch gut, ne? Wie die Steuerung das dann begrenzt. Wollen wir 1000 haben, fahren wir 1000. Weil wir im Motor vom Kennfeldbereich her genügend Repertoire hätten, um auch die 1000 Newtonmeter darzustellen. Aber hier lassen wir jetzt das Getriebe 950 Newtonmeter errechnen. Also, er macht doch wirklich 957. Serie, wie gesagt, 832 beim Limiter von 850. Gut, ich denke mit knapp 740 PS, 950 Newtonmeter, lässt sich so ein Alpina gut bewegen. Das ist auch, wie gesagt, eine sehr gute Stage 1 wie beim M5. Nur wir haben jetzt ein Kombi. Sollen wir fahren? Überlegst du es dir noch? Hobbys? Ganz wichtig, oder? Hobbys sind sehr wichtig heutzutage. Okay, ich frag dich gleich. Bis zur Autobahn hast du noch Zeit. Wir schlendern hier schön mit 62. Da kann man noch mal die Hobbys deiner zukünftigen gerne mal... Ich bin da sehr tolerant. Echt? Ich mach da keine Vorschläge. So eine Geige? Panflöte? Blumen einpflanzen? Jeden das sein. Bilder malen? Das wäre alles cool? Cool. Da habe ich ja keinen Schaden dran. Okay. Wahnsinn. Also auf diesem Wege, wer einen netten, kompetenten, jungen, dynamischen Kerl kennenlernen will, schreibt nicht Ina. Nee.
zu 8 irgendwas, wo ich noch gesagt habe, boah, das ist aber langsam. 8,2? Ich glaube 8,4. Das ist gerade 2 Stunden her. 8,4. 8,433. Siehst du, eine Sekunde. Ist okay, oder? Ja, in diesem Sinne. Boah, das ist bestimmt ein langes Video jetzt, ne? Wir haben viel erzählt. Viel unnützes Zeug. Wichtiges Zeug, aber auch unnützes Zeug. Jetzt ist die Frage, ist das mit dem Auto sehr wichtig oder ist das mit deiner zukünftigen wichtiger gewesen? Mal gucken, das werden die Zuschauer entscheiden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.